Wie viel ist da drin? 3. Zu spät. Wir wollen 5 Millionen Dollar. Ha? Na sowas, der Pirat wird gierig. Letzte Chance. Greif zu oder lass es. Wir wollen 5 Millionen. Sofort. Warnschuss. Nein. Zu tief. Weg mit den Waffen. Ja, wahrscheinlich. Klar, das war der Plan. Letzte Chance. Lass die Geiseln frei. Oder du bist raus. Bring das Geld hierher! Zu mir! Da wird bald! Ich werde die 4 links übernehmen. Du nimmst die beiden rechts, den Rest mache ich. Ich bringe sie alle um! Das ist mir egal! Du solltest die 2 rechts nehmen, du bist nicht mehr der Schnellste. Nur Licht ist schneller als ich. Das wird sich zeigen. Aber Kugeln sind schneller als Messer. Bring mein Geld hierher! Sofort! Du willst das Geld? Oh. Bedien dich. Was ist das? Hab eine SMS gekriegt. Wie bitte? Leg sie um! Ist dann wohl ein Unentschieden. Komm schon, träum weiter. Wir haben eine schwere Entwicklungshemmung. Nicht immer dreht sich alles nur um euch. Du meinst echt, du hast einen getroffen? Also ich sehe kein einziges Messer hier. Big Barney Ross. Bigger Trenchmaus. Was machst du hier? Um Arbeit beten? Wer weiß. Warst du krank? Du hast Gewicht verloren. Echt? Was immer ich verloren habe, musst du gefunden haben. Ihr fangt jetzt aber nicht an, euch gegenseitig die Schwänze zu lutschen, oder? Was hat er für ein Problem? Er will Präsident werden. Wie viele Soldaten? 200 vielleicht. Für die Kontrolle über so eine kleine Insel braucht man nicht viel mehr. Toll. Die sind eine kleine Armee. Und wir? 4½ Mann. So witzig war's nicht. Ich brauche mehr Geld. Warum? Ich brauche mehr Geld für meinen Sohn. Ich will ihn auf eine bessere Schule schicken. Seit wann hat Ying Yang eine Familie? Ich habe keine Ahnung. Ihr fragt nichts, ich sag nichts. Wie dem auch sei, es gibt dieselben Anteile wie immer. So ist das nun mal. Wie viel bezahlst du? Ich brauche mehr Geld für meine Familie. Welche Familie? Meine Familie. Weißt du, Christmas, ich verstehe das, aber stell dir vor, du triffst dich für ein paar Stunden mit ihr und es ist nett und heiß und heftig. Aber was dann? Jetzt mal ehrlich. Was fängst du mit dem Rest des Tages an? Sie hat dir wahrscheinlich einen Gefallen getan. Jetzt hast du viel mehr Zeit, in Selbstmitleid zu versinken. Du bist ein Penner. Sind Sie nervös? Nervös? Na, warum? Sie wirken nervös. Bin ich nervös? Wirklich nervös? Du hast schon ein bisschen trockene Haut. Flieg lieber nicht wieder mit offenem Fenster. Das liegt nur an der Höhe. Ja, die Höhe, die macht einem echt zu schaffen. Ist das unser Kontakt? Wer weiß. Ein Junge, dass sie so hässlich ist. Konzentrier dich. Wo wollen Sie denn hin? Wo will ich hin? Sagen wir es mal so. Ich sehe mir die Welt gern aus mehreren Blickwinkeln an. Verlier nicht meine Kappe. Folgen wir weiter. Abschiede fallen ihm schwer. What the? Hast du sie noch alle? Du hättest mich fast abgeknallt! War mir ein Vergnügen! Sie sehen nervös aus. Nächstes Mal lasse ich den Ball weg, Freund. Es ist echt kompliziert. Was genau? Mein Leben ist kompliziert, deswegen brauche ich mehr Geld. Das verstehe ich nicht. Ich arbeite härter als die anderen. So ein Quatsch. Doch tue ich wohl. Weil alle viel größer sind als ich. Mhm. Alles ist viel schwerer für mich. Wenn ich verletzt werde, ist die Wunde viel größer. Weil ich kleiner bin. Mhm. Wenn ich verreise, ist alles weiter weg. Klar, weil du viel kleiner bist. Ja. Mein Leben ist härter als du denkst. Ich brauche mehr Geld.
Das hast du schon mal gesagt. Für deine Familie, nicht wahr? Ich habe keine Familie. Ich weiß. Aber irgendwann vielleicht. Wie groß bist du? 1,50? Dann mal los, du Kung-Fu-Zwerg! Und was ist mit dir passiert? Ich will nicht drüber reden, ist zu traurig. Weißt du, jeder Feind macht sich bei lautem Krach in die Hose. Vor allem beim Mündungsfeuer. Dieses Baby spuckt 250 Mal pro Minute. Und jetzt verrat mir, wer kommt damit so einfach klar? Kein Mensch auf dieser Welt. So ungefähr war das, ja. Ich hätte gewonnen. Ich weiß, du hättest gewonnen. Weißt du was? Ich vertraue dir. Ich will dir meine Freundin vorstellen. Omaya. Kaboom. Was ist so besonders an ihr? Wenn Omaya ihr Ziel getroffen hat, schaltet sie den Miniatursprengsatz in ihrem Köpfchen scharf. Und wenn es soweit ist, verwandelt sich alles, was sich meinem Mädchen in den Weg stellt, in blutrote Matsche. Und wenn das noch nicht reicht, übernimmt ihre Schwester. Wetten, mein Therapeut kann dir helfen. Zu spät. Auf mit ihm! Was für ein Glück, dass du die Kevlar-Weste trägst. Sonst wären deine Eingeweide jetzt nur noch ein stinkender Brei. Was du nicht sagst. Du bist ein echter Glückspilz. Du bist ein Glückspilz. Nein, nein, du bist ein Glückspilz. Ich soll dich nämlich am Leben lassen. Ach ja? Na dann, leg los. Du bist ein ganz harter, oder? Was? Bist du wirklich so ein harter Kerl? Hör sie mich an, du Haufen Scheiße! Wie viele Männer hast du? Nur deine Mutter. Das ist deine letzte Chance für die richtige Antwort. Gönn ich dir eine Pause. Und für die falsche Antwort werde ich dir einen langsamen, qualvollen Tod bescheren. Kapiert? Hast du das kapiert? Wer hat euch geschickt? Luft. Lass ihn mal atmen. Wer hat euch geschickt? Dein Friseur. Geschenk für euch! Scheiße, ist das Teil laut! Was ist mit dir passiert? Ich hab einen kleinen Durchhänger gehabt. Por ser egoísta. Was sagt ihr? Dass wir tot sind? Mit Akzent! Wir sind nicht tot. Sprengen wir es jetzt? Noch nicht. Ich bin nicht deinetwegen hier, du Arschloch, sondern wegen ihr! Unentschieden? Ja, sehe ich auch so. Du bist nicht so schnell, wie du denkst. Das glaube ich langsam auch. Was? Ganz ehrlich? Ja? Ich hätte nie gedacht, dass sie dein Typ ist. Wie geht's der Wunde? Gut. Dafür, dass ich fast draufgegangen wäre? Ich vergebe dir. Okay. Ich hätte gewonnen. Aber klar. Es war mal ein Mann namens Tod. Oh, ich liebe Gedichte. Für mich der Inbegriff von cool. Talentiert mit dem Messer. Mit Frau. Können andere besser. Das tut weh. Doch zu sagen, er könnte mich schlagen. Zu hoffen, dass er was gegen mich erreicht. Cool, Tool. In deinen Träumen vielleicht. Oh yeah.